Freunde! Wir sind wieder zurück in Gothic 2. Die Nacht des obergeilen Raben. Wir haben letzte Folge Sketti umgelegt. Und Senjan. Hallo. Und sind jetzt hier in der Mine. Und ich hoffe, es läuft jetzt auch alles wieder. Ja? Ich habe erstmal ein Windows-Update gemacht. Den PC erstmal schön updaten lassen. Und jetzt könnte das doch alles wieder funktionieren. So, wir gucken mal. Eigene Fähigkeit prüfen. Das habe ich früher auch. Ganz passabler Schiffer. Genau das habe ich auch gesehen. Trümmerschlag. Mit mir kann man sowas nicht machen. Keine Ahnung, sag du es. Wir holen hier alles aus dem Berg raus. Mich fragt ja keiner. Da geht's nichts mehr. Ich habe für so etwas keine Zeit. Der arme Kerl. Moment, wir könnten doch erst noch mit den Leuten quatschen. Hey! Hier brauchst du das nicht zu sagen. Wie läuft's? Ich rackere mich ganz schön ab. Na, Hauptsache, ich werde nicht von einem Crawler gefressen. Ja, die sind weiter unten. Hey! Wieder bei der Arbeit? Ja, jetzt hole ich auch noch das letzte Stück Gold aus dieser Mine. Super. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Klar, ich mache das schon seit über 35 Jahren. Es gibt nichts, das ich nicht erkenne. Bei dir würde ich sagen, du bist ein erfahrener Goldschürfer. Ein erfahrener Goldschürfer. So sieht's nämlich aus. Hey! Seit 2 Tagen im Lager. Sonst alles klar bei dir? Ja, ich werde einen Haufen Gold aus diesem Fels holen. Gut. Klingt super. Ah ne, ich habe gelogen. Die Minecrawler sind doch hier oben. Emilio direkt neben dran. Na? Crimson? Hey, du. Mal wieder aus Terraria ausgebüxt. Wäre gewagt. Sehr gut. Was machst du? Schmilzt du dein Gold ein? Nein, ich putze Gemüse. Natürlich schmelze ich Gold ein und ich mache Münzen daraus. Dann stell dir vor, eines schönen Abends kommt Raven um die Ecke und drückt mir einen Münzstempel in die Hand. Aus einem einzigen Goldbrocken kann ich einen Haufen Münzen prägen. Ich bin so gut, dass man den Unterschied nicht mal merkt. Wäre auch bitter, wenn man es merken würde, oder? Also, da hätte das Ganze hier, das komplette Ding, überhaupt keinen Sinn. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Naja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich mache dir einen Freundschaftspreis. Für einen Brocken gebe ich dir 10 Goldstücke. Lass uns falschen. Nein, nein, das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch. Wir sind doch alle Freunde hier. Das ist ein Cleverle. Was weißt du über Raven? Du glaubst es nicht. Ich war dabei. Ich habe gesehen, was er in der Gruft gemacht hat. Er hat seltsame Worte gemurmelt und gerufen. Immer wieder. Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. Und dann kam ein gleißendes Licht aus der Gruft und ich hörte den Schrei. Oh, ihr Götter, diese Stimme! Das war der Klang des Untergangs der Welt! Raven hat mit ihr gesprochen. Sie haben sich unterhalten. Raven und die Stimme. Ich weiß nicht mehr, was sie erzählt haben. Ich weiß nur, dass ich erst viele Stunden später wieder in der Lage war, meine Knochen zu bewegen. Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Klar! Bist du bereit? Kardimon Fatang Shatar Fatang Belia! Der beschwört hier gleich einen Geist. Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Klar! Bist du bereit?
Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Klar! Bist du bereit? Sagt er nicht irgendwann... Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Ich glaube, wir lassen das mal besser. Jetzt, wo er es sagt? Vielleicht eine gute Entscheidung. Das hätte ich dir vorher sagen. Bitte schlag mich nicht. Okay, weil du es bist. Hey. Ich habe nichts getan, lass mich in Ruhe. Du hast auch Miltons Stimme. Du bist sturzbetrunken. Hey. Ich habe nichts getan, lass mich in Ruhe. Ah ja, ihr seid Copy-Paste. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Weißt du was über die Gruft? Ja, die Gruft liegt hinten in diesem Gang. Immer den Leichen nach. Da wirst du sie schon finden. Der war doch sturzbetrunken. Wie sieht's aus? Schade, dass wir nur noch so wenig Sklaven haben. Wir müssen bald mal neue holen. Die Typen sind schon völlig kaputt. Liegt wohl daran, dass sie so wenig zu fressen kriegen. Aber eher schicke ich die Butler wieder an die Arbeit, als dass ich den Hunden ein Stück Fleisch abgebe. Ja, bringt halt auch nichts, ne? Wer erzählt denn sowas? Wenn die Arbeiter dann verrecken. Hey, du. Wie sieht's aus? Ich mache mir nicht die Mühe und hacke selber. Wir haben genug Sklaven, die das für uns erledigen. So leicht sind wir noch nie an unser Gold gekommen. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Immer von unten nach oben hacken. Das ist zwar schwierig, aber auf diese Weise kriegst du mehr Gold aus dem Gestein. Das liegt doch auf der Hand. Hey! Alles klar bei dir? Die Sklaven machen uns die großen Brocken weg. Wir ernten dann später alle die goldenen gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Wer stellt sich das immer so einfach? Und du so? Was muss ich übers Goldhacken wissen? Plus 10 sogar. Kopfarbeit, Jungen. Goldhacken ist reine Kopfsache. Versuch nicht, den Fels zu bezwingen. Er ist härter als du. Mach dich von allem frei und versuche, eins zu werden mit dem Gold. Dann ist es wie ein Gebet, eine Meditation. Wie sieht's aus? Ich habe lange genug für die Erzbarone geknechtet. Gut, dass jetzt andere buddeln. Damals hast du noch Erz gehackt. Ich könnte dir Sachen erzählen. Das liegt doch auf der Hand. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Beinarbeit, das ist alles Beinarbeit. Jeder sagt was anderes. Die Kraft und der Schwung kommen aus den Beinen. Wie läuft's? Solange die Sklaven arbeiten, rühre ich keinen Finger. Das hätte ich dir vorher sagen können. Bist du auch nicht der Koch? Ha! Ich hab gehört, was keine Zeit. Wie sieht's aus? Ich koche hier leckeren Eintopf für die Butler und die Wachen. Aber die Sklaven, die kriegen nichts. Höchstens mal etwas schales Wasser und altes Brot. Das kann diesen Typen aus der Stadt nicht schaden. Keine Ahnung, sag du es mir. Bestimmt lässt das Brot extra lange liegen, damit es scheiße wird. So. Das ist doch nichts Neues. Ich werde mich da nicht einmischen. Das war's schon wieder hier an cleveren Leuten. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf. Bladwin hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven. Also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Torus da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Ich entscheide, wer in die Mine kommt. Eher weniger. Du machst Estebans alten Job. Dann hast du ja gar nichts zu melden. Schwör ab. Okay. Hey, wo willst du hin? Willst du in diesen Gang? Ja. Ja, warum nicht? Da hinten sind noch mehr Sklaven. Wegen mir kannst du rein, aber schlag sie nicht so fest, dass sie nicht mehr arbeiten können. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie hier nur noch rumsitzen. Sie müssen Gold hacken. Verstehe. Und wer hat das angeordnet? Das ist ein direkter Befehl von Bladwin. Ich dachte, Raven wäre hier der Chef. Richtig. Aber er hat die Sklaven Bladwin geschenkt. Er hat wohl keine Verwendung mehr für sie. Super. War schön, mit dir geredet zu haben. Hey, du. Hey, ich bin in Ordnung. Aber Pathos ist ziemlich am Ende.
Wenn du was willst, rede mit Patrick. Er ist unser Vorsprecher. Hey, du. Was willst du? Ich bin nur ein gefangener Arbeiter. Ich hab nichts getan. Die tun auch wieder so. Würde mich mal interessieren, ob die einen angreifen, wenn man nicht die Banditenrüstung anhat. Ob die auch genauso gepolt sind wie die anderen Banditen hier. Immerhin läuft's wieder flüssig. Das ist schon schön. Hey! Monty, was geht? Was muss ich übers Goldhacken wissen? Sehr schön. Nun, der Einschlagwinkel ist entscheidend für eine solide Hackerei. Nicht zu flach und nicht zu steil. So kommst du an die Nuggets und deine Spitzhacke hält ewig. Hey, wie sieht's aus? Ja, ich lebe. Und nur das zählt. Wenn du was besprechen willst, dann ist Patrick genau dein Mann. Patrick! Hey. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich bin hier, um euch zu befreien. So? Und warum sollte ich dir das glauben? Willst du hier raus oder nicht? Natürlich will ich hier raus, aber... Vatras hat mich geschickt. Wenn dir das nicht reicht, könnt er von mir aus alle in diesem Loch verschimmeln. Er sagt halt einfach, wie es ist, ne? Ja? Das ging schneller als erwartet. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Ein Fluchtversuch ist eine riskante Sache. William hat's versucht. Und ist dabei draufgegangen. Woher die weiß er das eigentlich? Die Gefangenen sind Bauern und Arbeiter. Sie vertrauen mir zwar, aber sie werden sich nicht auf eine Flucht einlassen. Woher weiß er eigentlich, dass William tot ist? Er liegt doch tot da irgendwo oder lag da am Anfang vom Sumpf? Soll ich euch etwa eine Begnadigung von Raven holen? Das wäre nicht schlecht. Aber das kann nicht der Plan sein. Sieh einfach zu, dass die Wachen uns nicht angreifen. Dann verschwinden wir von hier. Okay. Cleverle. Ich werde mich darum kümmern. Sag den anderen, sie sollen sich bereithalten. So, Pardos, was geht bei dir? Wie geht's dir? Ich bin fertig. Völlig fertig. Hauptsache, er fragt uns das. Ist es ein strahlender Sonnentag oder eine dieser klaren Nächte, in der tausend Sterne funkeln? Draußen regnet. Ich weiß es nicht. Geht so. Wo ist der leichte Sommerregen? Wo die Kühle des Abendwindes? Ich spüre sie nicht mehr. Hier drin sterben die Augen zuerst. Alter. Okay. Halte durch, die Rettung naht. Der Danke. Macht einem auch jeden Tag mies, oder? Danke für deine Worte. Da gönn dir mal trink was. Das. Welches war jetzt das Kleine? Ich weiß es nicht mehr. Essenz, oder? Ja. Danke. Das hat mir gut getan. Dann kannst du dich ja wieder hinsetzen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. So, jetzt gucken wir nochmal, was wir hier können. Warst echter Butler. Bleibst du wirklich? Das ist kein Geheimnis. Erzähl mir. Soll das sein? Ist es eigentlich immer gleich, wie viel man dann rausholt, oder? Mich fragt ja keiner. Ist das immer unterschiedlich? Keine Ahnung. Hey! Warte mal. Gibt's Probleme? Minecrawler. Jede Menge Minecrawler. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen. Das ist schlecht. Warum greifen wir die Crawler nicht an? Hab ich auch gefragt, aber die Garde hatte Wichtigeres zu tun. Bloodwain hat es mir überlassen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich schätze, du hast nicht vor, dich mit den Crawlern anzulegen. Warum sollte ich? Damit wir an das Gold kommen, das in der Höhle ist? Das meiste wird sich eh Bloodwain reinziehen. Und für das bisschen, das ich kriege, riskiere ich nicht meinen Hals. Wenn du dich mit den Crawlern anlegen willst, lass... Ich habe schon wieder aus Versehen draufgedrückt. Das tut mir so leid, ne? Kannst du mir noch was über Bloodwain sagen?
Ja, er ist ein goldgieriger Bastard. Er kontrolliert jede neue Ader und jeden Klumpen. Für Gold ist ihm kein Weg zu weit, aber wir sind ihm scheißegal. Und sonst? Er hält sich für den Größten und kann's nicht leiden, wenn jemand besser dasteht als er. Okay, ich würde trotzdem nicht gegen ihn antreten wollen. Geh ihm am besten aus dem Weg und reiz ihn nicht. Es sei denn, du willst, dass er wütend wird und seine Beherrschung verliert. Hey, du. Jetzt beklauen wir ihn noch. Sehr schön. Hast du so langsam mit der Erfahrung? Das rechnet sich. Hey, du. Was willst du von mir? Geh weg. Die haben einfach alle die gleiche Stimme. Ein paar Dietricher wären hilfreich. Pfeile immer sehr gut. Die sind sehr gerne gesehen. Und 70 Stärkepunkte zu wenig. Ist ja zum Glück nicht so viel. Ein bisschen Banzenfleisch noch oben drauf. Ein bisschen gebratenes Fleisch noch. Dampfende Fleischsuppe. So Zeug eigentlich schon alles gegessen? Ja, ne? Naja. So, Minecrawler. Okay, 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 okay. Schieß ihn halt ab. Er hat's auch mal wieder nicht besser verdient, dass er auf die Fresse kriegt. Sind wir mal ehrlich. Was war das denn jetzt wieder für eine Scheiße? Er steht vor ihm und schießt einfach an ihm vorbei. Meine Fresse hier. Held, also manchmal ist das mit dem Bogen nichts für dich. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Nicht alle auf einmal. Ich hoffe, später sind die One-Hit mit einem Bogen. Also ja, sind sie, aber... Kommt der andere jetzt auch? Mach ihn weg. Ja, komm her. La la la. Tja, wäre ja auch zu einfach, mit einer Hand durch den Laden zu gehen. Wir holen alles raus. Weil der Held ist eh goldgierig. Wir wissen es alle. Das Coole an dem Goldschiffen hier finde ich, dass man
einfach wirklich dieses, ich weiß gar nicht, wer es war, wer es uns erzählt hat, mit dem Trümmerschlag, dass man das auch wirklich anwenden kann, dass das nicht so ein, ja, ne, wenn dann mal nichts passiert, dann kannst du es machen, sondern dass man das wirklich machen kann. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Da, Trümmerschlag. Einpocken, toll. Was schade ist, dass man dann nicht Erzhacken mit eingebaut hat. Dann wäre es aber wahrscheinlich zu einfach mit den Waffen. Weil das mit den Erzwaffen muss man sich ja einteilen. Das Erz, was man findet. Ich meine, wir haben jetzt 7 Erzbrocken oder so. Das ist schon... Kommt nicht mehr so viel zusammen. Allein weil man Bennett schon 5 Erzbrocken geben muss. Dass man ihn dann das Erz wieder abkaufen kann. Nur damit er einem das beibringt. Völligste Frechheit. Mal noch so ein Apfel. Du fühlst dich erfrischt. Knackig und frisch. Ist das alles schon gefuttert? Ich weiß auch nicht. Stärke-Teintafeln. Mhm. Stärke-Steintafeln habe ich ja auch alle benutzt, ne? Außer die dicken. Ja. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Bloodwain ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ich meine, du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwain herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. Wir warten mal, bis er da unten ist. Bis er sich in der Mine das ganze Ding angeguckt hat. Und dann gibt's auf die Fresse. Ja, lauf ruhig über die ganzen Leichen. Guck dir an, was ich vollbracht habe. Als Einhänder. Mit meinen 34%. Da läuft ja richtig tief rein. Gucken wir mal, was Bloodwain so drauf hat. Du hast die Minecrawler getötet? Gut, ich übernehme jetzt. Los, verschwinde. Du hältst jetzt erstmal deinen Schnauze. Du bist noch nicht weg? Wir haben noch was zu klären. Ich suche Raven. Ja, und warum glaubst du, dass Raven ausgerechnet mit dir? Warte mal, du bist das? Du bist der Kerl, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Was machst du hier? Du solltest längst tot sein. Das sagt man mir dauernd. Diese Pünten haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal erledige ich dich. Wie ich bereits sagte, es ist Raven, den ich suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich... Voll abgehoben, der Held. Ich habe bis jetzt jeden Kampf überlebt. Ja, ich merk's. Alles hat mal ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und ich dachte, ich hätte dich erwischt. Ach, du mieser Hund. Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Du warst halt vorher schon ein bisschen lediert, ne? Und wer glaubst du hat die Barriere zum Einsturz gebracht? Ach, du mieser Hund. Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin Ravens engster Vertrauter. Seine rechte Hand. Du warst früher nur der Oberlappen. Ja, schön beleidigen. Komplett durchbeleidigen, Bloodwain. Du mieser Hund. Oh, mehr können wir nicht sagen, okay. Genug geredet. Lass uns kämpfen. Es ist sowieso zu spät für dich. Raven ist gerade dabei, den Tempel zu öffnen. Stirb, Mistkerl!
Oh, shit. Oh, shit, der macht richtig Schaden. Okay, Bloodwind muss ich irgendwo verfangen. Dass wir ihn ordentlich wegmachen können, so wie sich das gehört für uns. Ja, und zwar jetzt. Jetzt kannst du was. Komm schon. Versuch das nicht nochmal, Börschchen. Nur weil er wieder einmal nett getroffen hat, der Held, obwohl er vor ihm stand. Hey! Du hast ihn! Ja. Und wer? Du! Ja, das war wohl sein größter Fehler. Sagen wir mal noch was anderes. Du mieser Hund! Ist scheißegal, man kann ihn einfach nur komplett durchbeleidigen. Genug! Es ist. Wir sprechen uns noch. Ja, immer mit der Ruhe, Bloodwind. Du weißt doch, wir sprechen uns noch. Wir sprechen uns noch. Jetzt hängt er. Jawohl. Ich hab doch überlegt, ob man da hoch kann. Hab gedacht, nee, das bringt nichts, da kommt er sowieso hoch. Aber anscheinend kann man da hoch. Wo ist sein Schwert? Wo ist sein Schwert? Das ist jetzt weggepackt. Weil er unbedingt hier hochklettern musste. Na egal, war bestimmt eh scheiße. Zack. Du hast es diesem Penner ja ordentlich gezeigt. Saubere Leistung. Dann Danke. Werde ich mich mal in der Höhle umsehen. Wie er sich auch noch freut. Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen? Ja. Hier, reicht das? Steck das wieder weg. Das will ich nicht sehen. Es wäre besser für dich, wenn du die Sklaven jetzt freilässt. Warte mal. Bloodwind ist nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Solange ich keinen Befehl von Taurus habe, wird hier niemand freigelassen. Du hast doch gesagt, dass die Sklaven Bloodwind gehören. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich ohne Befehl von Taurus niemanden freilassen werde. Du gehörst zu den Typen, die ohne Befehl nicht mal pinkeln gehen, was? Ach ja. Der Held hat einfach gar keinen Bock auf die Banditen. Einfach so, ey, komm. Fuck you all, lass mich Raven umbringen und dann bin ich hier wieder weg. Wo er auch recht hat, ja, sind wir mal ehrlich. Das ist hier so eine anstrengende Scheiße mit denen, das ist unglaublich. Was hast du eigentlich vor? Was? Du hast jetzt auch noch Bloodwind aus dem Weg geräumt. Ich frag mich nur, wer der Nächste ist. Raven? Oder ich? Hast du Angst? Vor einem Kampf fürchte ich mich nicht. Hast du Angst? Aber vor den Konsequenzen deiner Taten. Dieses Lager ist das Einzige, was uns noch geblieben ist. Es hat vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und mit jedem, den du tötest, bricht ein Stück unserer Gemeinschaft auseinander. Buhu. Wir sind Banditen. Ausgeschlossene, Gesetzlose. Geh doch ins Sektenlager. Wo wir auch hingehen, man wird uns jagen. Einsperren und töten. Es gibt keinen besseren Ort für uns als diesen. Keine bessere Zeit als jetzt. Worauf willst du hinaus? Diese Männer brauchen jemanden, der sie führt. Wer soll das machen? Du? Du, der ständig von Ort zu Ort zieht? Dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Okay. Aber was ist mit Raven?
Raven wird bald ganz andere Sorgen haben. Ich werde mich um ihn kümmern. Ach ja, und sorgt dafür, dass die Gefangenen das Lager unbehelligt verlassen können. Geht klar. Ich werde mich um alle Wachen hier draußen kümmern. Gut. War doch gar nicht so schwer. Wo ist sein Problem? Ganz ehrlich. Also. Meine Fresse, hey. Jetzt Schnauze halten, Sklaven freilassen. Lass die Sklaven frei. Hast du hier... Ja. Ich habe mit Torus gesprochen. Er befiehlt, die Sklaven freizulassen. Okay, wenn Torus das befiehlt. Ich frage mich zwar, warum er sowas entscheidet. Aber für deine Fragen wirst du nicht bezahlt. Ist ja so schon gut. So sieht's aus. Fresse halten, verpissen. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht. Dann hole ich mir mal eine Suppe. So nämlich. Verzieh dich. Alles klar, ihr könnt abhauen. Gut, ich kenne eine Höhle im Sumpf. Da werden wir uns erstmal sammeln. Aber wie geht's dann weiter? Verlasst den Sumpf Richtung Südwesten. Bei den alten Tempelruinen haben die Wassermagier ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden euch einen Weg aus diesem Tal zeigen. Danke. Ihr könntet auch einfach alle in den Teleporter hüpfen. Wir alle stehen tief in deiner... Schon gut. Echt so. Verpiss dich. Also... Das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Folge, wir hacken die komplette Scheiße aus dem Berg raus, geben alle Goldbarren ab, Goldklumpen, und gehen dann noch in den Tempel. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Bis dann.